Hallo meine Lieben und willkommen zu unserer dritten Runde World of Warships. Wir spielen eben die Nassau, das ist die dritte Runde hintereinander, für mich jetzt und für euch jetzt beim Zuschauen dann auch quasi, falls ihr die anderen Teile gesehen habt. Dementsprechend kurz die Anmerkung für alle, die jetzt quasi die Folge als Alle erstes Mann auf sehen. Gefechtsstation! Es gibt eine Folge von der Nassau, das ist die Nummer 1 Folge von der Nassau. In der stelle ich das Schiff vor, in der schauen wir uns die Werte an. Also alle, die die Werte gerne sehen würden, wissen wollen, können sich die erste Folge anschauen. Wir haben das letzte Mal unser Schiffsupgrade, also unser Rumpfupgrade, noch gekauft. Und dementsprechend sind wir jetzt eigentlich quasi, wir sind voll abgegradet mit der. Besser wird sie nicht mehr. Haben jetzt deswegen auch 35.000 HP. Und auch ein bisschen Flugabwehr, was für die Runde nicht uninteressant ist, weil immerhin haben wir zweimal Langley, zwei Flugzeugträger in der Runde dabei. Ich sage mal verhältnismäßig wenig, wobei, so wie letzte Runde eigentlich auch wieder sechs. Genau, einen Kreuzer, sechs Schlachtschiffe und immerhin haben wir drei DDs. Und immerhin eine Ichizuchi noch. Keine Ahnung, wie sich da jemand auf ein japanisches Schlachtschiff verirrt hat. So, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Wir sind hier gerade mal zu viert. Gerade mal zu viert auf der Seite. Das könnte unangenehm sein. Schauen wir mal, wie viel wir da als Gegner kriegen. Unsere Wakatashi frisst auf jeden Fall heftig natürlich Schaden jetzt gegen die Clemson. Die Clemson hat das deutlich bessere Feuer. Und wir haben hier dahinter hat sie auch noch eine Karlsruhe als Unterstützung. So, probieren wir es mal, ob wir ihr helfen können quasi, aber mit unserer Steuerung. Ja, leider. Wir können ein bisschen eindrehen, dann können wir ihr noch ein bisschen mehr helfen, weil die Karlsruhe kriegen wir noch nicht. Ja, wäre gar nicht so schlecht gekommen jetzt eigentlich. Schauen wir mal, ob sie eindreht weiter. Ja, sie dreht ein, aber leider haben wir ein bisschen zu wenig einberechnet, wie sehr sie noch vorwärts fährt. Aber unsere Wakatashi hat überlebt. Wir kriegen dafür jetzt Besuch von zweimal Torpedobomben oder einmal Torpedobombern. Das ist natürlich unangenehm. Sehr unangenehm. Da werden wir uns jetzt mal hindrehen und schauen, wo die hinfliegen. Auf wen sie? Sie gehen auf uns. Das heißt, möglichst gleich links. Und gleich anmarkieren, damit wir vielleicht zumindest einen vielleicht mitnehmen. So, schön reindrehen. Torpedos voraus. Jawohl, da sollten wir, wenn wir Glück haben. Links, 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 links. Jawohl, haben wir vollkommen durchgetaucht. Sehr schön. Dann haben wir hier die Clemson. Wir werden jetzt da Clemson, auch wenn wir da vor uns die. Auch wenn wir da vor uns die Nürnberg noch hätten, wir wollen natürlich die Clemson, ist natürlich unangenehmer. So, dann schauen wir mal. Na, wobei. Okay, dann drehen wir mal jetzt hier rein. Schauen wir mal, ob wir sie jetzt ein bisschen erwischen können. Wieder ein bisschen, ob sie sich reindreht. Nein, tut sie nicht. So, wir machen uns jetzt natürlich breitseitig hier gerade, aber das ist halt einfach gerade so. Also wir flüchten jetzt mal vor denen ein bisschen, weil die Kawachi wollen wir und die Kaiser wollen wir natürlich nicht auf uns schießen haben. So, aber wir werden es der Karlsruhe jetzt besorgen ein bisschen. Weil jetzt stehen wir gut zu den anderen Schlachtschiffen und die Karlsruhe steht gut zu uns eigentlich quasi. Dann drehen wir noch ein bisschen, helfen wir unseren Türmen ein bisschen. So, dann hier ungefähr probieren wir es. Und
Oh, schade. Das hätte besser enden können für uns. Haben wir irgendwas, was quasi bereit zum Schießen ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie wird langsamer, oder? Kann das sein, dass sie langsamer wird? Probieren wir es mal, ob sie langsamer geworden ist. Torpedos auf Backbord. Ja, auf jeden Fall langsamer ist sie zwar jetzt nicht geworden, aber Torpedos eingedreht hat sie. Aber jetzt dreht sie uns nochmal schön den Hintern zu, oder die Seite zu gerade. Alle Stationen, Feuerunterstützung geben. Und wir haben es, ja. Na, die Drehung schafft sie nochmal. Das heißt, wir wären jetzt hier, der sagt Clemson, die ziehen, machen wir mal als Primärtarget für unsere Sekundärgeschütze. Und da haben wir sie erwischt, das war sie. So, die Flieger, wo sind die Flieger, wo sind die Flieger? Ich sehe sie nicht. Die sind da links von uns. Oh, das ist schlecht, vielleicht können wir uns gerade stellen, dass wir nur... wir werden jetzt ein, zwei erwischen. Zwei werden wir wahrscheinlich erwischen. Genau. Und den dritte hoffentlich, den dritte immerhin nicht mehr. Und gleich reparieren. Repariert und... Oh, und jetzt kriegen wir hier heftig ab. Jetzt voll... Oh, jetzt kriegen wir hier heftig ab. Das hat natürlich wehgetan, hier so zu stehen. Wobei die Kawachi steht auch nicht viel schlechter zu uns. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Da kommen wir gut, glaube ich. Bisschen weiter hinten noch. Ja, jetzt dreht sie. Wir aber auch. Dann versuchen wir mal hier irgendwie in die Mitte reinzukommen noch irgendwie. Wir sind hier ziemlich auf verlorenem Posten. Wir haben zwar in der Mitte gute Unterstützung. Aber wir haben natürlich jetzt einiges an Schaden kassiert. Schauen wir mal, jawohl. So, jetzt steht die Kawachi für uns wieder gut. Wir haben ja noch eine zweite Seite mit Türmen. Dann werden wir mit denen mal probieren, was zu reißen. Ist zwar maximale Reichweite fast von den Kanonen, aber vielleicht haben wir Glück mit ein bisschen Streuung. Ah, wobei, das werden wir nicht mehr schauen. Aber jetzt schaut es mal ganz gut aus. Oh, schaut es euch an. Haben wir doch noch ein bisschen Glück gehabt mit der Streuung. So, die Kaiser kriegen wir jetzt nicht. Wir wollen uns auch nicht allzu breitseitig zu ihr zeigen. Der Süden schaut nicht besonders gesund aus. Gerade. Vor allem, wenn ihr die Leben anschaut, die haben alle volles Leben. So gesehen, da können wir wirklich nicht besonders viel machen gerade. Vielleicht sollten wir doch die... Doch, ich glaube, wir müssen fast die Kaiser hier nehmen. Wird uns noch besser, was Besseres wird nicht passieren. Zumindest haben wir in 12 Sekunden unser Reparaturteam wieder. Das wäre mal ein Anfang, ein guter. Dann setzen wir Kurs auf die Kaiser komplett. Ich weiß, ich könnte auch A erobern. Das werden wir dann auch definitiv machen. Aber wir müssen uns jetzt erstmal um die Kaiser hier, glaube ich, kümmern. Weil A haben wir unseren Flugzeugträger hier, den wir ein bisschen beschützen wollen. So, schauen wir mal. Ist natürlich schnell unterwegs, aber immerhin 1000 nicht so verkehrt. So, dann nächster. Komm schon, wo sind die Türme? Hallo, wo sind meine Türme? Oh, das könnten gute Treffer werden. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Könnten auch nur. Kriegt auf jeden Fall hier, hat jetzt hier heftig abbekommen. Drehen wir noch mal ein bisschen mehr, damit wir noch ein bisschen mehr Kanonen vielleicht kriegen, weil drei sind einfach zu wenig. Wo ist denn die vierte? Da kommt die vierte gerade.
Und er konzentriert sich zum Glück auf uns. Ich glaube, er ist nicht schnell unterwegs. Schauen wir mal. Oh, das könnte gut werden. Jawohl, meine Lieben, das waren 6500. Dafür haben wir auch nochmal hier kassiert. Hab natürlich jetzt wehgetan. Wo sind unsere anderen Türme? Die sind auch nach vorne gerichtet. Das heißt, wir müssen die erstmal nach hinten ausrichten. Bis dahin werden wir uns hier so hinstellen, dass wir möglichst keine Breitseite zeigen. So sind wir genau gerade und drehen jetzt die hinteren, die Türme auf unserer linken Seite mal da ein bisschen ein. Auch die vordere drehen wir jetzt ein. Genau, jetzt kriegen wir natürlich nochmal 52 Sekunden. So, dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Verwenden wir unsere Reparaturmannschaft mal, weil wir können ja. Naja, das hat natürlich jetzt wieder wehgetan, aber wir sind hier quasi gegen die Kaiser. Haben wir es einfach schwer. 17 Sekunden, 15. Drehen wir noch richtig schön. Schauen wir mal, ob wir die noch überleben. Hier. So, dann schauen wir mal. Immerhin noch ein kleiner Treffer. Unsere Türme auf der Seite könnten auch etwas machen. Immerhin ein bisschen was haben wir noch mal. Nochmal. Bisschen zu hoch diesmal. Schade. Da kommt eine Karlsruhe. Schauen wir mal, ob wir unsere linken Türme noch dahin kriegen. Und so einen hinteren Turm vor allem wäre natürlich schön. So, Türme drehen. Dreht, Türme dreht. Jawohl, da drehen sie auch schön. Die könnte gut stehen zu uns. Jawohl, sehr schön. Und da kommt noch ein Turm. Ich meine, jetzt haben wir natürlich... Oh, jetzt haben wir natürlich nicht mehr viel. Aber... Kommt schon, Türme. 2 Sekunden. Und... Reicht das? Nein, noch immer nicht. Schade. In Brand gesteckt. Immerhin, wir haben die Kaiser noch in Brand gesteckt. Das war ja eigentlich deutlich besser schon, die Runde 32. Drei Schiffe versenkt. Also dafür, dass wir eigentlich so unterlegen waren von unserem Team schon mal her. Und recht übel abgekriegt haben dann am Ende von zwei Seiten. Haben wir uns eigentlich wirklich noch gut geschlagen, würde ich mal so sagen. So, ich glaube, ich werde auch hier jetzt wieder keinen Schnitt machen. Ich stütze die Zeit jetzt, bis das hier vorbei ist, für ein kleines Resümee über die Nassau. Ist ja eigentlich wahrscheinlich so sicher das letzte Video zur Nassau von mir. Sie spielt sich sehr angenehm, ganz ehrlich, weil man sich, je mehr man sich daran gewöhnt hat, desto angenehmer spielt sie sich. Sie hat vor allem nämlich die Wendezeit, ist, finde ich, immer noch großartig. Geschwindigkeit habe ich mir zuerst gedacht, 20 Knoten, da kommt man nie vom Fleck, das wird nie, nichts werden. Aber ganz ehrlich, wäre mir nie negativ aufgefallen. Also geht eigentlich gut voran und wirkt auch nicht so langsam. Die Kanonen sind eigentlich ganz in Ordnung, machen eigentlich ganz ordentlichen Schaden, wenn man mal trifft, klar. Die Streuung, ja, dadurch, dass man eh nur die 10 Kilometer fast hat, ist es eigentlich nicht so tragisch. Dann streuen sie halt ein bisschen. Ist so. Schau, da hat Zurdi noch was erwischt, die andere Kaiser. Sehr schön. Werden wir trotzdem nicht mehr schaffen. Allein schon punktetechnisch sind wir so weit hinten.
Und ein Flugzeugträger, und da geht jetzt unsere Hochschuh auch wahrscheinlich drauf mit den Torpedos. Ah, doch nicht, nur einen abgekriegt. Genau. Und sonst, ja, wie gesagt, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, fährt sie sich sehr angenehm. Auch die beidseitigen Türme, ich bin ja grundsätzlich ein Fan von diesen Schiffen, das sind ja leider nur die Low-Tier-Schiffe, weil sie einfach auf beiden Seiten stark sind. Also wir haben es heute auch jetzt nochmal gesehen, glaube ich, in dem Match irgendwann, wo wir einfach auf beiden Seiten Gegner hatten und so konnte man zumindest ein bisschen noch auf beiden Seiten auch irgendwie schießen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich bin auf jeden Fall natürlich sehr gespannt auf die Kaiser. Freue mich auch schon. Die 8000 wird man schneller mal, die habe ich schneller mal zusammen. Und will nicht versprechen, dass es immer im Zwei-Tages-Rhythmus sich ausgeht, dass ich nach den drei Folgen von der Nassau jetzt auch wirklich im selben Abstand gleich mit der Kaiser dann weitermachen kann. Weil ich einfach nicht weiß, wann ich die 8000 Erfahrung erspielen werde, wie lange ich dafür brauche. Möchte ja auch noch meine anderen Serien auf gar keinen Fall vernachlässigen. Genau. Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall zur Nassau. Bin ich sehr neugierig, was ihr davon haltet. Ob ihr sie auch so angenehm findet wie ich. Und was mich auch freuen würde, gebt mir Kommentar und Feedback zum Mikrofon. Es ist ja, die drei World of Warships Videos waren jetzt meine ersten mit dem neuen Mikrofon. Und dementsprechend, ich bin natürlich selbst auch jetzt sehr neugierig in der Nachbearbeitung, wie er sich anhört. Ja, genau. Sagt mir Bescheid, was ihr von der Tonqualität vom Mikro jetzt haltet. Feedback kann man ja nie genug haben. Die halten sich ja jetzt hier richtig lange. Ich meine, die anderen wollen es natürlich jetzt auch nicht verscheißen. Die trauen sich natürlich jetzt auch nicht mehr wirklich. Also da will jetzt keiner mehr sterben in Wahrheit. Da geht es wieder ein reines Punktematch. Wobei, die Hochschuh können es echt noch erwischen. Nicht bei den 13, sie dürften noch nicht erkannt werden von der Nassau, weil sie noch zu weit weg ist. Wobei, die stimmt gar nicht, die Flieger decken sie auf. Das heißt, wenn die Nassau schlau ist, probiert sie die Hochschau mitzunehmen, weil die wird sie noch kriegen können jetzt. Die Kaiser hat keine Chance mehr, dass sie die Kaiser noch erwischt. Oh, aber die Hochschau geht wirklich noch drauf jetzt. Die sinkt, glaube ich, sogar jetzt. Oder? Nein, sie sinkt nicht. Oh, schafft die Hochschau tatsächlich? Oh nein, da wird sie. Da hat die Nova. Nicht die Zwackel, nicht der Zwacki hat sie erwischt, sondern Nova hat sie erwischt. Bitter. Aber für uns natürlich gut, jetzt geht's schneller. Unleash me, Nova will einen Kraken, hat er sogar gehabt. Dementsprechend, da wissen wir jetzt, wo die Kills im Süden herkommen. Der Herr hier hat die Kills im Süden verursacht. Aber wir können gleich wirklich zufrieden sein. Also ich bin sehr zufrieden mit der Runde. War 40.000, das ist absolut in Ordnung. Gerade mal 5 komplette Durchschläge, 2 Basisverteidigungen, 3 zerstörte Schiffe, 1 Brand, 8 Sekundärgeschütze, Treffer. Kriegen wir, oh, wir sind sogar nur im Mittelfeld, wundert mich ein bisschen. Aber da hat offensichtlich die haben da alle drei ordentlich Schaden, nehme ich mal an, gemacht. Oder alle von den Gegnern. Also eigentlich eine gute Runde. So gesehen. Wem haben wir vergeben? Wem haben wir gegeben? Wir haben da Kaiser natürlich. Da Kawachi. Clemson. Und nochmal der Kaiser. Also 2 Kaisern. Wollte jetzt gerade mal schauen. Sind wir Lothier gewesen quasi? Ja, naja. Mehr oder weniger. Es waren einige Vierer dabei. Naja. Gut. Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer. Und wir sehen uns dann hoffentlich, oder ihr schaut es dann hoffentlich bei der Kaiser wieder rein. Gut, dementsprechend wünsche ich bis dahin alles Liebe, alles Gute und tschüss.